Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter, wir sind in einer Vorschau und zwar die Vorschau Nummer 5 von Capital Sparks of Revolution. Ja, vorgestellt, ne, ist es und die Vorschau ist da die Nummer 5. Dann schauen wir da mal rein, letztes Mal haben wir festgestellt, dass Holz alle ist und Nahrungsmittel jetzt Schwierigkeiten, weil die Eisenbahn nicht mehr fährt. Da müssen wir gucken, dass wir das vielleicht noch in den Griff kriegen, weiß ich nicht, ob wir da noch große Ansätze schaffen oder ob wir da was falsch geplant haben. Das müssen wir dann gleich gucken nach dem Intro, ne, bis gleich. So, da sind wir hier am Bahnhof. Die Lok hat hier das Problem, dass sie nicht mehr fahren kann. Da hatten wir hier reingeschaut und haben gesehen, die Wartung kostet uns jetzt 450 Holz, was wir in keinster Weise haben werden. Wie viel Holz haben wir denn hier? 428 Euro ist gar nicht so viel, was uns da fehlt. Wir hatten letztes Mal schon hier am Sägewerk die zweite Schicht angemacht und ja, wollen hoffen, dass wir da weiterkommen. Es ist aber nur ein Sägewerk vorhanden. Wichtig wäre wahrscheinlich jetzt, dass wir vielleicht noch ein zweites hätten. Produktion, Sägewerk. Können wir noch ein zweites bauen? Wir können ein zweites bauen. Das würden wir auf jeden Fall favorisieren. Eine Straße muss da noch dran. Weil das wohl dann nicht ausreichte. So, das haben wir auch geschafft. Das Sägewerk ist in Betätigung. Ja, dann können wir das eigentlich wegmachen und wollen hoffen, dass hier gleich Leute reinkommen, die dann arbeiten und die uns Holz bringen, weil das ist eine Schwierigkeit. Hier ist aber eine Mütze. Eine Mütze bedeutet immer zu wenig Arbeiter, oder? Oder zweite Schicht, es wird gearbeitet. Kann das sein, in diesem Gebiet ist eine zweite Arbeitsschicht angebracht? Ach, dafür ist die Mütze da, okay. Hier fehlen jetzt die Arbeiter noch. Wollen wir hoffen, dass die uns da irgendwo gleich kommen? Was war hier eigentlich? Da gibt es Getreide. Ah, Getreide haben wir wenigstens noch. Dann geht es ja noch mit dem Essen wenigstens, ne? Hier haben wir auch eine zweite Schicht angemacht. Ich weiß nicht, ob bei beiden. Ne, ich glaube nur bei der Hütte. Das würde ja erstmal funktionieren. Warte, da waren drei. Da ist auch noch einer. Ah, wir haben eine Schicht gemacht. Okay. Das sollte erstmal funktionieren. Aber Essen steht hier unten, ist trotzdem nicht so dolle. 12,4 sind am Verhungern. Adlige und Bürger. Arbeiter sind nicht am Verhungern, weil wir für die wahrscheinlich hier... Schenken sind genug da. Ein Imbiss ist wahrscheinlich dann auch Arbeiterklasse, die da ansteht, ne? Kann das sein? Und da müssten wir dann mal schauen, was Gastronomie so macht. Schenke Varieté. Haben wir ein Varieté gebaut? Ja, haben wir auch gebaut. Da ist auch eine Warteschlange. Adlige und Bürger gehen dahin. Was macht dann hier? Adlige und Bürger sind auch im Bistro unterwegs. Das würde ja bedeuten, dass ein Bistro vielleicht zu wenig ist, oder? Können wir noch ein Bistro bauen? Das müssen wir mal drehen. Sieht so aus, als ob das auch noch klappt. Aber dafür wird unser Holz immer weniger und unsere Lieferung mit dem Zug wird dann auch schwieriger, ne? Aber hier sind auf jeden Fall schon 2, 3, 4 Leute und sie produzieren auch Holz. Genauso, oh, hier 512 am Tag. Oh, das ist ja reichlich. Dann sollte unser Holzproblem auf Dauer ja gelöst werden, oder? Ja, sieht gut aus. Die zweite Schicht ist das natürlich jetzt. Ja, die Diener schlafen. Ja, klar, haben wir schon festgestellt. Das liegt aber daran, dass wir wenig Holz haben. Ich glaube, wir sollten gucken, dass die Eisenbahn wieder fährt, oder? Auf der anderen Seite, ja, Selbstversorger sind wir nicht. Das Getreide kommt definitiv von auswärts. Wir haben hier zwar, wie wir gerade eben gesehen hatten, noch so ein paar Stellen, wo es das gibt. Wie zum Beispiel hier oder hier. Aber die Menge ist das nicht, ne? Hier ist auch noch eins. Getreide ist schon da, aber nicht so doller. So, das würde bedeuten, wir können jetzt wahrscheinlich die Eisenbahn reparieren. Reparieren. Ach, reparieren war gar nicht so teuer, habe ich gerade gesehen. Ah, der Nebel ist weggegangen. Warte mal, hier war Wartung. Ah, dabei ist jetzt noch Aufwertung. Ich habe Aufwertung, glaube ich, geschaut. Und nicht Reparatur. Vielleicht kommen wir dann da doch noch besser mit hin. Okay.
Hier gibt es irgendwas in der Politik zu tun. Da ist was auf jeden Fall frei geworden. Zweite Schicht haben wir. Spätschicht. Spätschicht. Ladengeschäft. Verkaufsstand und Boutique frei. Polizei. Einwanderung. Gesundheits- Bestattungsritus. Haben wir hier Einäscherung? Ne, das ist alle nicht wichtig. Bildung war noch da, ne? Bildung haben wir noch gar nicht gemacht. Das war eine Aufgabe. Verordnung unterzeichnen. Dann machen wir das doch mal. Dies ist unser erster Schritt in Richtung Fortschritt und sozialer Entwicklung. Sie sind eine wahre Heldin, Mrs. Simpsons. Ich erinnere mich daran, wie Sie der Regierung knapp vor Kriegsbeginn Ihre Patente kostenfrei übergeben haben. Sie landen in den Händen vererbter Beamter, die nicht wussten, wie sie nutzen sollten. Ich fürchte, solange Leute wie Stanton aus der Macht sind, werden wir nicht in der Lage sein, uns weiterzuentwickeln. Keine Sorge, der Fortschritt kann nicht aufgehalten werden und es wird jeden niederwalzen, der sich in ihn den Weg stellt. Okay, das bedeutet im Namen der Wissenschaft, Akademie errichten und beliebige Forschung abschließen. Verbrecherbekämpfung, Polizeiordnung haben wir auch noch, okay. Verbrechensbekämpfung ist jetzt gerade erstmal ins Hintertreffen geraten. So, jetzt müssten wir, was haben wir denn hier? Da ist die Akademie in der Verwaltung. Warte mal, das kostet uns 900 Geld. Geld spielt gar keine Rolle so sehr. Aber die 300 Holz, die tun uns eher weh. Aber ausgebildete Arbeiter sind wiederum wichtig, ne? Friedhof und Bestattung. Leichen auf der Straße drohen die Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruchs, um Tote beerdigen zu können. Benötigen Sie einen Friedhof, so wie eine. Ja, den habe ich doch schon, oder? Das ist ja schon voll. Nee, der ist nicht voll. Das Ding läuft. Die Akademie. Wo kommt die Akademie hin? Das ist die Frage. Hier ist der Marktplatz. Ich würde sie tatsächlich hier hinsetzen wollen dann. Wir drehen die mal so hin und machen dann eine Straße davor her. So gefällt mir das eigentlich, oder? Da ist noch niemand drin in der Akademie. Irgendwo wird Krach gemacht. Die Institution hat Verluste erlitten. Wir können nur eine Forschung betreiben. Wir werden die versprechenden Projekte selbst leiten. Kann eine Person mit wenig Geld und ohne dass die in die Akademie aufgenommen werden? Ausgeschlossen, die Aufgabe ist es, die Werkbänke zu besetzen und die Straßen zu fegen. Wir kümmern uns um den Rest. Das werden wir noch sehen. So. Wo ist denn hier? Ach, da ist der Aufstand, okay. Okay, die protestieren. Und wo gehen die hin zum Protestieren? Nein, ich habe keine Polizei. Das bedeutet, es wäre schwierig, den Protest niederzumetzeln, wenn. Okay. Die reißen die Hütte ein. Ich glaube, es sieht gerade nicht so gut für uns aus, ne? Gibt es hier irgendwo was wie Polizei? Nö, Polizei gibt es hier noch gar nicht. Die müsste ich erst entwickeln. Protest ist beendet, weil das Haus brennt, oder was? Müssen wir reparieren für 300, das können wir uns leisten. Die hatten jetzt die Nase voll, okay. Ich weiß aber nicht, woher die kamen. Wahrscheinlich dann doch da. Ah, hier ist jetzt die Forschung, okay. Wir können ein kleines Lager forschen. Was können wir denn noch forschen? Sägewerk 2, Lebensmittel, Ziegelfabrik. Ich denke mal, das geht hier rechts rüber, ne, oder? Aber wir machen das erste Mal das kleine Lager, weil was anderes geht gar nicht. Und ein Lager ist für gewisse Dinge ja wahrscheinlich gut, ne? Gut, hier sind die Einnahmen runtergegangen. Da auch. Okay, das ist also nicht so toll. Hier sind solche Schilder nicht dran. Ne? Ja, müssen wir mal gucken.
Holz gab es 62 da und 866 da. Eigentlich ist das mit dem Holz gar nicht das Problem dann wohl. Wie sieht es denn mit Essen aus? 412, 104, was war das hier? Alkohol, ne? 480. Ich glaube, die zweite Schicht. Ja, lassen wir noch eine Weile drin, aber nicht auf Dauer. Die Eisenbahn kommt da mit Getreide. Ich hoffe, wir haben genug Platz zum Einlagern. Wo ist Getreide? Da. Getreide. Nicht genug Speicherplatz für Getreide. Sehr interessant. Neue Einwohner sind auch noch eingetroffen. Adlige Bürger und Arbeiter. Vielleicht will ich die gar nicht haben. Wo soll ich die noch alle unterbringen? Jetzt sind wir hier noch mehr Obdachlose. Das bringt ja gar nichts. Wohngebäude. Holz fehlt dann. Haben wir nicht mehr genug. Aufgaben. Aufgaben helfen dir, die Grundlagen der Verwaltung der Stadt zu lenken. Wenn du die Aufgaben jedoch strikt befolgst, kannst du die Krise nicht lösen. Du musst die Spielerkunden experimentieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ja, das haben wir uns gedacht. Ja, okay, ist gerade keine Schicht für Holz, ne? Denke ich mal. Aber, oder? Doch, jetzt ist die Schicht dran. Naja. Ja, das wird schwierig. Wir müssen definitiv noch Wohnraum schaffen für die Adligen und die Bürger. Das wird schwer. Zufriedenheit geht hier eigentlich, ne? Das Getreide müssen wir aber. Wir müssen definitiv gleich. Ah, die Forschung dauert relativ lange dann, ne? Ach, da gab es auch noch hier Produktion, Infrastruktur. Oh. Kantine gibt es da noch. Kaffee, Ziegelhaus. Okay, das bedeutet aber, das Lagerhaus ist jetzt nicht verkehrt wegen dem Getreide schon alleine, ne? Damit müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Was ist, macht der Bahnhof hier? Korruption 24. Okay, das wird auch schlimmer. Da müssen wir dran arbeiten, ne? Also wir haben jetzt so ziemlich alles schon so mitgekriegt, denke ich mal, ne? Wo ist es? Ah, das Spiel ist gerade wieder in Pause. Ne, ist nicht. Der stand nur so rum. Ich dachte, der stand 130. Was brauchen wir denn für ein Holzhaus? Geht schon. Beherbergt 10 Adlige und Bürger. Da müssen wir definitiv was machen. Die wohnen ja hier, ne? Machen wir das so? Ja, machen wir so. Die Straße da vorher. Weiß nicht, ob das so passt, aber lassen wir mal so. Jetzt haben wir hier, ob Adlige und Bürger sind 50, 57 sind das. Die obdachlos sind. Aha. Recht und Ordnung auf der Straße brauchen wir auch noch. Das ist fertig und jetzt müssen es nur noch 37 sein, ne? 2040. 57, 47 müssen sein. 46 sind sogar nur, okay. Definitiv bedeutet das, wir müssen ein weiteres Haus bauen und hoffen. Das drehen wir mal, aber das passt nicht hier hin, weil das schon größer ist wie das. Okay. Hier wollten wir aber eine Straße hin machen, deswegen funktioniert das nicht. Die Straße wäre nur eine Zweier, die gefällt mir dann nicht. Ich möchte schon Dreier breit haben, ne? Dann lassen wir gerade da erst die Straße bauen. So. Und jetzt das Haus bauen. Das sieht doch erstmal gut aus, ne? Ach, jetzt habe ich hier nicht die Straße vorher gemacht. Gut, aber das wird und das wird auch. Das drehen wir jetzt das Haus und stellen das da hin. Und dann sollten die da ja auch noch Häuser kriegen. Was ist hier? Polizei. Schalte die Polizeikommissar, hat Freidetektive, Kommissar, können Verbrechen aufklären und weiter. Okay. Wo kriege ich denn die Straßenordnung hin? Wahrscheinlich auch durch die Polizei, oder? Steht hier noch nicht bei. Ich glaube, das machen wir schon, ne?
Strafrechtsordnung ist viel zu milde. Diebe werden den Husten hängen und nicht in eine Zelle schmoren. Viele werden uns verzweifelt straffällig. Versuchen Sie doch mal, mit dem lächerlichen Lohn aus den Fabriken einer Familie zu ernähren. Wenn Ihnen die Bezahlung nicht gefällt, müssen Sie sich eben nach anderen Stellen umsehen, wie die Polizei betrifft. Sie haben schon genug Rechte. Sie sollten die Gesellschaft dienen, nicht andersrum. Okay, das haben wir erstmal soweit geklärt. Verbrechensbekämpfung machen wir. Also Korruption wird hoffentlich runtergehen. Verletzung bei der Arbeit. Das ist nicht gut. Landhaus gebaut. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? 1917, okay. Das kommt schon mal hoch. Was hat sie denn hier für ein Problem? Sieht man das irgendwo? Nicht so wirklich, ne? Zu Hause Landhaus arbeiten? Nein, aktueller Beruf geht, Standort. Ja. Fährt er weg? Aber Getreide ist wohl abgeliefert worden. Okay, was macht unser Holz? 370, das geht einigermaßen. Ach, hier ist noch was rot. Ist das jetzt fertig? Kann ich das kleine Lagerhaus bauen? Grundstücksort. Das haben wir alles. Handel, ist Marktplatz, Produktion. Kleines Lagerhaus, da ist es. Das kommt definitiv hier hin und ich würde sagen, wir machen das mal so, dass wir das hier hochziehen bis dahin. Hat das denn... Okay, dann ist das auch an der Straße. Gut, das passt. Dann würde ich das da hinsetzen. Ich hoffe nicht, dass da nachher... ne? Noch das nächste Gleis kommen muss, aber es werden wohl nur drei sein, weil die anderen sind ja schon kaputt. So, sieht erstmal ganz nett aus, was hier läuft. Wir haben auch viel Holz. Ich sag mal, die zweite Schicht nehme ich da wieder raus. Da war hoffentlich keine, ne? Ah, das Lager ist fertig. Ah, so, okay, da gibt es zwei Modi. Brennt das hier? Ne, das ist nur Licht an. So, was machen wir? Verpflegung oder Material? Ich glaube, wir sind erstmal bei Verpflegung. Und machen das nächste Haus gleich daneben. Können wir uns auch leisten. Und da gibt es dann das andere. Ich hoffe, das kann man einzeln umstellen. Das wäre sonst ein Problem. Auf jeden Fall sind die Balken immer rot. Das ist schon mal gut, ne? Okay. Was sagen die Arbeitsobdachlosen? 15 und 11. Haben wir die Möglichkeit, noch ein weiteres Wohngebäude zu bauen? Ja, haben wir. Wie viel hat denn das Haus jetzt? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach so, okay. Dann wird da ein Hinterhof entstehen. Das wäre jetzt aber auch nicht so wild, denke ich. Geht das so? Da müsste ich das so machen. Ich mache es so. Mach die Straße daneben so. Okay, das hat sich erstmal ausgetan. So. Ich brauche qualitativ hochwertigen Alkohol. Ich bin bereit, gut dafür zu bezahlen. Alkohol an den Kunden liefern 200. Belohnung 600 Holz. Ich glaube, dann wäre unser Lager voll, ne? Und steht hier irgendwo Alkohol? Nee. Ich weiß gar nicht, wie viel wir Alkohol produzieren. Das ist schon das nächste Problem. Okay, das macht wohl genug, aber ich bin jetzt nicht dafür zu haben, dass das zu tun. Okay, trotz alledem, die Vorschau sollte erstmal beendet sein. Ich weiß nicht, wann die nächste kommt, ob noch eine kommt oder ob wir was anderes machen. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau, in den nächsten Folgen. Irgendwo sehen wir uns. Bis dann. Ciao.